man da so reinschaut in die Ecken, das ist ganz verschüttelt dahinter. Stell dir mal vor, du wohnst an einem Dorfende und willst Freunde, Bekannte oder Verwandte am anderen Ende besuchen. Ja, dann, wenn du das Auto nicht nehmen willst, musst du ganz schön. Dann passt ein Gewaltmarsch vor dir. Oh ja. Mal stehen, Freund, ich will an dir vorbei hier hoch. Thank you.
könnte sein, dass hier jemand wegfährt. Dann braucht man gar nicht. Das ist jetzt das kleine süße Ferienhäuschen, was sich dein Verwandter da im 18. Jahrhundert hat bauen lassen. Ne? Stanislas Bogusław Leszczyński. Bogusław nicht zu vergessen. Ja, und der war halt kein armer Flüchtling, ne? Nee. Wirst du als polnischer König von August dem Starken davongejagt, gehst in die Pfalz und baust dir ein schönes Ferienhaus. So, jetzt aber mal im Ernst. Leszczyński hat nämlich dann später eine Tochter von Ludwig dem 14. geheiratet, wurde Herzog von Lothringen und hat in Nancy residiert. In Wissembourg im Elsass, gerade mal über die Grenze, da hat er in seiner Exilzeit auch ein Palais besessen. Also war schon, was so Immobilien anging. Ganz schön eifrig. Ganz schön eifrig. Hier wären im Sommer Goldfische drin. Und heute findet sich hier in der Fasanerie feinste Küche. Ja? Ja. Tja, kriegen sie schön leicht gemacht, die Entchen, dass sie aus dem Wasser rein und rauskommen. Ist gut.
ziemlich. Ja. Ja.